Ja, hi, hier ist der Olli von Session Music und auch zum zweiten Teil unserer Studio-Workshop-Reihe sind wir hier bei Markus Born in der kleinen Autowelt. Hallo Markus. Hey Olli, grüß dich. Hey, super. Wir haben uns das letzte Mal ja sehr, sehr ausführlich mit der Gitarrenaufnahme beschäftigt, haben verschiedene Mikrofone ausprobiert, verschiedene Mikrofonpositionierungen ausprobiert, ein bisschen erklärt, worauf es ankommt letzten Endes. Und heute sind wir beim Thema Bass-Recording. Ja, da gibt es ja durchaus verschiedene Ansätze, wie man besser aufnehmen kann. Ich meine, was ich jetzt weiß, ist, man geht mit dem Bass in Verstärker, stellt ein Mikrofon davor, spielt Bass. Ja, so kannst du machen. Kann man machen, ja, ne? Ganz genau. Ja, aber es gibt auch noch andere Wege? Ja, es gibt viele Wege für einen Bass. Je nachdem, was der Song verlangt, was du machen willst. Ich glaube, du hast heute auch ein bisschen was Spezielleres vor. Du willst einen Fastbass aufnehmen. Ich will einen Fastbass aufnehmen, genau. Ich stehe total auf verzerrte Bässe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach gerne Gitarre spiele. Ne? Okay. Aber ich mag einfach verzerrte Bässe. Und da gibt es auch die Möglichkeit, man kann natürlich die Verzerrung über ein Pedal erzeugen. Genau. Ja, man kann Verzerrung auch über einen Verstärker erzeugen. Genau. Oder man kann Verzerrung auch erzeugen über externe Preamps. Du kannst auch im Studio erzeugen, indem du Preamps missbrauchst, quasi einfach mal überfährst und guckst, was passiert. Genau. Können wir uns gleich mal angucken dann. Und du kannst natürlich mit Plugins auch Verzerrung erzeugen. Genau. Es gibt ja genügend Plugins, die die Verzerrer simulieren, sodass du auch hinterher noch die Möglichkeiten hast, an dem, den Sound zu shapen und zusätzlich zu verzerren. Okay, was jetzt natürlich, glaube ich, neu ist, ist, dass, wenn man eine Gitarre aufnimmt, hat man es in der Regel mit einem Signal zu tun. Man mischt selten eine clean Gitarre mit einer verzerrten Gitarre. Kann man machen, aber es ist nicht ist die Regel. Selten, ja. Selten. Beim Bass ist das Gegenteil eigentlich die Regel. Ne? Wenn man also verzerrte Bässe hat, liegen sehr, sehr oft auch die cleanen Bässe drunter, ohne dass man es auch manchmal so ganz direkt wahrnimmt, aber es schiebt dann mehr. Ne? Ja, es schiebt mehr. Du hast einfach, du hast den Tiefbass dann unverzerrt, weil der natürlich, je tiefer die Frequenz ist, umso schwieriger hat es der Verzerrer, einen klaren, verzerrten Ton zu liefern. Das ganz heißt, genau. du generierst viel Matsch, du generierst viel komische Artefakte vom Verzerrer. Das kennst du so, wenn der Sound so anfängt zu kotzen, so, weißt du, so unkontrolliert. So, man kennt es ja von so Bassverzerrern, da gibt es irgendwie Wet- und Dry-Regler, da genau. kann man direkt das verzerrte Signal mischen mit dem Clean-Signal. Genau. Ja? So macht man es. Genau. Oder man nimmt einen verzerrten Bassverstärker und einen Clean-Bassverstärker und nimmt die auch zusammen auf. Nimmt die beide auf. Genau. So B-Amping kennt man genau. das auch. Ne? Genau. Okay, du hast schon ein paar Sounds vorbereitet, die jetzt auch anliegen. Was haben wir? Wir haben einen Sound, also wir haben erstmal einen DI-Sound, der sowieso erstmal durch eine DI-Box geht, von da auf ein Mic-Pre und aufs Pro Tools. Ja. Also ganz klassisch DI-Box, Mikrofon vor Verstärker, wupp, so hast du dann quasi den cleanen, unbearbeiteten Bass-Sound. Genau. Der ist dann schon mal im Rechner. Mit dem man dann noch sehr viel anstellen kann. Ne? Ja, da bist du auf der sicheren Seite. Der ist auch nicht gefärbt. Der ist nicht gefärbt. Genau, den kann man auch eventuell rausgeben über das Mischpult auf den Verstärker. Kann man Reamping betreiben, man kann Reamping machen. Genau. Genau. Okay, das ist so quasi das Safety-Net und das Low-End. Fundament, was damit schon mal gecovert ist. Okay. Genau. Und dann haben wir den Verstärker anliegen, ja. den wir im Moment jetzt beschicken durch dein Pedalboard. Ja, genau. Das heißt, wir haben der Amp gibt schon das verzerrte Signal wieder. Ja. Das heißt, für den Fall haben wir zwei Komponenten. Ja. Ne? Also den cleanen DI-Sound und den verzerrten Amp-Sound. Genau. Vor dem Amp stehen jetzt einfach, um mal ein bisschen zu gucken, wie sich das so anfühlt, drei verschiedene Mikros. Jo. Wir haben ein D112, das ist dieses klassische Bassdrum-Mikrofon, dieses Ei. Findet man sehr oft bei Bassdrums, ganz genau, wegen der tiefen. Genau. Und was für eine Bassdrum gut ist, ist für einen Bass eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Ich finde es sehr schön, das Mikro, weil es eine gute Präzision abbildet. Du kannst es auch in die Mitte, direkt vor die Kalotte, vor den Speaker hängen. Wird nicht zu scharf und hat trotzdem eine gute Kontur. So, und vor allem ist ein Mikro, das viele Leute kennen, live, was nicht so viel kostet, genau. das findest du oft. Damit kannst du schon mal einen guten Sound machen. Jo. Dann haben wir ein SM7 davor. Das ist eigentlich ein Shure-Mikrofon, das eigentlich mal entwickelt wurde für Radiosprecher in Amerika. Ist in Amerika ein sehr beliebtes Gesangsmikrofon. Michael Jackson zum Beispiel, Thriller, ist alles SM7 gesungen. Ist ein tolles dynamisches Allround-Mikrofon. Dynamisches, nicht über Kondensator. Nein, ist ein dynamisches. Michael Jackson hat nicht über Kondensator. Nein, hat er bestimmt auch mal. Ich weiß es nicht, was der so alles getrieben hat. Wahnsinn, ja. Aber das ist ein tolles Gesangsmikrofon. Red Hot Chili Peppers zum Beispiel auch, alles SM7. Aha. Also es ist so die klassische, sagen wir mal, Rock-Vocals SM7. Juraj 1176 Kompressor und fertig. Und fertig. Es läuft. Das ist alles super. Und ich finde es auch ein schönes Mikrofon für Amps. Okay. Jetzt bei Gitarren, manchmal spielt es mit, manchmal nicht. Aber wo es oft mitspielt, ist zum Beispiel Rhodes über Amps. Ist ganz toll, weil da passt das Rhodes genau in den Mix
ein. Das gibt dem wunderbaren Platz. Und, das ist ja die Sache, ne? Wenn man richtig mikrofoniert, muss man wenig an die Crews drehen. Wenn man richtig, das im Vorfeld schon richtig geil baut, dann muss man ein bisschen korrigieren, aber dann läuft es von selbst. Das darf man, das ist, deswegen ist das Thema so wichtig. Gitarrenaufnahme, Bassaufnahme, wir machen noch Schlagzeug, wir machen noch Vocals, kommt noch alles, aber das ist genau unser Ding. Ne? Dass wir zeigen, wie wichtig ist die Vorarbeit, da hat man nämlich hinten weniger Arbeit. Ja? Ja gut, du sparst dir nicht unbedingt Arbeit, aber du hältst die Signaltreue quasi hoch. Also das heißt, jedes Mal, wenn du mit dem EQ dran drehst an dem Signal, dann verschiebst du auch Phasenanteile, du bearbeitest das Signal. Es geht durch eine Bearbeitungsstufe durch. Ja. Dadurch verliert es ein bisschen an Druck und Plastizität. Ja. Und wenn du mit der Mikrofonposition und der Auswahl der Mikrofone die Platzierung für den Mix schon quasi vorwegnimmst, also schon mal dem Instrument seinen Platz zuweist, wo es dann nachher lebt, dann hast du es nachher halt viel einfacher. Brauchst du weniger Processing und dafür hast du auch mehr den Druck und die Ursprünglichkeit des Signals erhalten. Ich meine, spricht nichts dagegen, im Mix auch wild drin rumzuschrauben. Das ist je nach Song auch anders. Sicher, aber jetzt bei bandorientierter Musik, die handgemacht ist und gespielt ist, kommst du so meistens zum besseren Ergebnis. Genau. Da fängt es an mit der Spielweise natürlich, mit der Wahl des Instruments, Verstärker, dann ganz wichtig, Wahl des Mikrofons. Ne? Ja, und Arrangement vom Song natürlich. Ganz, ganz, genau. ganz wichtig. Ganz, also wenn der Song nicht gut arrangiert ist und der Spieler nicht top spielt, dann hast du auch keine Chance, irgendwie nachher einen Top-Sound zu machen. Das ganz genau. Wenn der Bass zu 100% den Gitarren folgt, braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Bass nachher fast nicht zu hören ist. Ne? Ja, richtig. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ja, ganz wichtiger Aspekt. Wichtiger Punkt. Genau. Ne? Okay. Die Signale hast du jetzt schon anliegen am Pult? Wir haben jetzt die Signale anliegen. Wir können mal kurz reinhören in das DI-Signal, wenn du da mal kurz spielst. Genau, sehr, sehr klar. Ne? Das ist ganz klar. Ist jetzt ein bisschen komprimiert über den Distressor, weil du natürlich mit den relativ frischen Saiten hier auch viel Saitengeräusche und Slaps und Klicks hast, was ich sehr mag, weil das nachher dafür sorgt, dass sich der Bass im Arrangement gut durchsetzt. Ja. Aber da entstehen natürlich mal kurze Peaks und Spitzenpegel, die ziemlich reinhauen. Genau, ich habe schon vorhin gemerkt, als ich auf die tiefe Seite bin, das brach aus den Boxen raus. Genau. Ja, und das habe ich ein bisschen abgefangen jetzt mit dem Distressor. Der backt das auch noch so ein bisschen zusammen, sodass du einfach so ein konstanteres Spielgefühl hast. Und deswegen hat man auch das Gefühl bei einem Verstärker, dass man homogener klingt, weil der Verstärker komprimiert. Ganz genau. Ja, das wissen viele nicht. Denken, ich brauche für eine Kompression brauche ich einen Kompressor. Nein. Aber der Verstärker ist im Grunde ein riesiger Kompressor. Der Verstärker ist auch ein riesiger Kompressor, je nachdem, wie weit du in die Sättigung fährst. Und als Bassverstärker noch mehr als Gitarrenverstärker. Genau. Ja, noch mehr. Ja. Gut, was haben wir noch dran? Die Boxen? Dann haben wir jetzt die... Oder die Box vielmehr von dem Verstärker, vom Bassverstärker. Wir haben die Box vom Verstärker, das ist jetzt hier das Ei, das D112. Aber da musst du mal deinen Verzerrer anschalten, glaube ich, wenn wir den verzerrten. Genau. Also ein schönes, nasiges... Fett, super geil. Schlabberndes Signal. Dann haben wir hier das SM7. Klingt sehr ähnlich. Bisschen schlanker. Bisschen schlanker. Aber tonal ziemlich nah dran. Schalten wir mal zurück. Mach nochmal. Ja, da hat so ein bisschen mehr so was Fieses, das D112 und der SM7. Bisschen eleganter. Ganz genau. Ne? Dann gibt es das U47 noch, das ist ein altes Röhrenmikrofon aus den 50ern. Das habe ich einfach immer davor gehängt. Gut, so hat man natürlich nachher jede Möglichkeit, das so platzieren, wie man es möchte. Gell? Das ist so ähnlich, wie wir es mit dem Gitarrenamp auch gemacht haben, dass du halt mit den verschiedenen Farben von den Mikrofonen ein bisschen spielen kannst. Okay, und das super Ding ist natürlich, wenn wir jetzt aufnehmen, du hast die Signale alle anliegen, ja, du kannst es nachher beim Mix noch bestimmen oder fügst du es vorher zusammen? Jetzt nee, hier? Ich lasse es in dem Fall, nehme ich es auf einzelne Spuren auf, weil gerade das Bassfundament von einem Song extrem wichtig ist. Ja. Also wenn das Fundament nicht steht und mit den Drums funktioniert und wir haben ja jetzt noch gar keine echten Drums drauf, wir sind ja noch mit dem Addictive Drums Programming unterwegs. Und da wäre es mir dann schon zu heikel, das quasi fix aufzuzeichnen auf eine Spur, weil so habe ich es dann einfach besser in der Hand und kann dann nachher, wenn das richtige Drum drauf ist, das auch richtig platzieren. Genau. So kann es auch sein, dass man jetzt
vielleicht denkt, das eine Mikrofon gewinnt und später im Mix merkt man, ach, ich weiß nicht, das andere gefällt mir doch noch ein bisschen ganz besser. Klar, absolut, ganz klar. Klar. Es kann auch sein, dass man irgendwann die Mikrofonsignale alle wegschmeißt und das DI-Signal nochmal reamt. Also ja, genau. da ist alles offen. Alles möglich, das, was der Song braucht, kriegt er dann. Gut. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, welchen Weg das Signal geht vom Bass zum Amp, dann kommen wir über mein Board, weil wir jetzt in dem Fall Verzerrung... Ja, als zweites in dem Fall. Okay. Weil wir gehen ja erstmal auf die iBox. Ach, du hast recht, ganz genau. Genau, wir wollen ja erstmal das völlig unverzerrte Signal haben. Genau. Und gehen über diese Avalon, die iBox. Und die kann das Signal parallel rausschicken. Macht die schon eine Bearbeitung eigentlich? Also macht die schon Sound? Die kann Sound machen, wenn man will. Die hat so einen Tonregler, der ist aber ausgeschaltet im Moment. Was ich angeschaltet habe, ist quasi der Buffer, dass das Gitarrensignal unverfälscht durchgeschleift wird auf dein Board. Okay. Ja. Und hinten sind quasi XLR-Ausgänge und da kommt ein Mikrofonpegel raus und das Mikrofonkabel quasi, was von der DI-Box kommt, geht in diesen Chandler-Preamp, wird davor verstärkt, als wäre es ein Mikrofon quasi und geht dann auf die Wandler ins Pro Tools. Gut, direkt DI. Das ist der direkte Kanal, da ist jetzt auch kein EQ drin oder sonst irgendwas gemacht, das ist einfach nur vorverstärkt und auf System fertig. Gut. Und von dort dann diesen Abzweig, den wir quasi gemacht haben, der geht auf dein Floorboard. Okay. Und der geht aufs Board und der geht dann raus über die kleine gelbe Kiste. Dazu musst du was sagen. Der geht auf diese kleine gelbe Kiste, die heißt Studio Guitar Interface. Genau. Und mit der hat es folgende Bewandtnis. Wenn du jetzt ein langes Gitarrenkabel durch die Wand legen würdest, ne, dann bist du ja, was weiß ich, 8, 9, 10 Meter bist du unterwegs. Ist der Sound dahin. Ist der Sound dahin, weißt du. Ne? Ja, bist wieder unspaßig, genau. Will man nicht haben. Und die Kiste macht jetzt Folgendes. Die gaukelt quasi erstmal deinem Floorboard vor, dass da ein Amp dran hängt. Das heißt, deine Gitarre und dein Floorboard verhalten sich, wenn ich sie an diese Kiste stecke, genauso, als würde da ein Amp dran hängen. Das ist ja wichtig, dass die Abschlussimpedanz von dem Eingang vom Amp, die macht ja was mit dem Sound von der Gitarre. Ne? Je nachdem, mal hast du mehr Höhen, mal weniger, je nachdem, wie die Eingangsimpedanz von dem Amp ist. Das kannst du ja auch ein bisschen nachregeln, sodass du merkst, du kriegst ein bisschen mehr Brillanz, wenn du es nach rechts drehst und es wird ein bisschen dumpfer, wenn du es nach links drehst. Genau. Kannst du quasi den Pickup anpassen. Und von da geht es dann auf ein ganz normales Mikrofonkabel. Da wird quasi ein Mikrofonsignal draus gemacht. Symmetrisch. Symmetrisch, das genau. Das musst du natürlich wissen, normalerweise sind so Gitarrensignale unsymmetrisch. Asymmetrisch, oder unsymmetrisch, genau. Und dadurch fängst du dir halt auch mal schnell Einstreuungen ein. Ne? Also das kennt man ja, ich meine, heute ist es nicht mehr so mit den Lichtanlagen, die man hat, aber früher war es so, wenn da irgendwelche Dimmer-Packs standen und so, und das Gitarre-Kabel lief da entlang, war ein Haufen Suppe und Brumm und Kram drauf. Das zum passiert Teil lauter, bei ne, ja, was lauter war, die Gitarre. Gitarre oft. Leider. Ja. Aber das passiert ja mit einem symmetrischen Kabel nicht. Gut, da sind wir auch schon auf der anderen Seite. Hier hast du jetzt das Pendant der anderen Seite. Genau. Ne? Das heißt, hier wird aus dem niederohmigen Signal... Mikrofonsignal. Aus dem Mikrofonsignal wird wieder ein asymmetrisches Gitarrensignal gemacht. So, dass sich der Verstärker so fühlt, als würde ich mit dem Bass direkt reinspielen. Also würde dann ein Pickup sein. Ganz genau. Das ist der Trick, wie es da durchläuft. Okay, dann landen wir beim Amp, ist klar. Ich meine, da kann man jetzt jeden Verstärker nehmen, wie man will. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber wichtiger jetzt in dem Fall für unser Thema heute Bass Recording sind natürlich hier nochmal die Mikrofone. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die drei verschiedenen, aber gehen wir sie nochmal durch. Ja, hier ist natürlich das Schätzchen überhaupt, das U... U47. Ja, das alte Röhrenschätzchen aus den 50ern. Also das ist das klassische Röhrenmikrofon. Du hast ja vorhin gesagt, das sei die 58er Goldtop. Ja, genau. Also für dich ist das von der 58er Goldtop. Unfassbar. Haben im Prinzip alle bekannten Leute drüber gesungen. Ja. Sinatra, McCartney, Beatles, alles. Also jetzt vom Frequenzgang her, das ist geht gar nicht so weit hoch wie jetzt ein modernes Kondensatormikrofon. Ja, das macht, glaube ich, bei 15 kHz fängt es an, schon mal runter zu gehen. Ja. Spielt aber keine Rolle, weil es einfach musikalisch gut funktioniert. Auch vom dynamischen Verlauf. Ja. Also du hast das Gefühl, es transportiert einfach das Signal in seiner Musikalität. Ja. Ich meine, das kennst du von Preamps ja auch, wenn du einen ganz geraden Preamp hast, der das einfach so aufzeichnet. Das ist okay, aber mehr Spaß macht es dir zu spielen über so einen Neve-Preamp. Ja, genau. So. Ja. Genau. Hat mehr Sex. Ja, und das ist der Spaßfaktor. Ja. Und das merkst du auch. Im Grunde genommen ist es manchmal völlig egal, ob es jetzt wirklich so viel besser klingt als ein anderes Mikro. Aber die meisten Sänger singen einfach besser, wenn sie das Ding vor der Nase haben.
Ich würde sagen, wow, nur 47. Weißt du, ist so, ja. Wenn, nimm eine alte Strat oder eine alte Tele in die Hand, dann sagst du, lecker. Ja. Da passiert was in dir. Ne? Na gut, es geht, wie immer geht es immer um das Thema Inspiration. Ja. Ganz genau. Okay, dann haben wir hier das Shure, das SM7. Das SM7, ja, das ist auch eins meiner lieblingsdynamischen Mikrofone. Ja. Wie gesagt, wird mal für die Rundfunksprecher, für die amerikanischen Broadcast Stations entwickelt. Aber hat halt einfach, das hat alle Tugenden von einem guten dynamischen Mikrofon, verträgt Pegel ohne Ende, ist super robust und hat aber so eine Eleganz. Also es hat noch so einen Schmelz, den viele andere nicht haben. Also da, wo ein SM57 halt purer Rock'n'Roll ist und mittig so und so auf die, ja, auf die genau. Fresse, so, ja. Ja, da ist es so ein bisschen eleganter. Da hast du so, ist der Tisch ein bisschen schöner gedeckt. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Diese Mikrofondiskussion ist echt der Hammer. Gut, da gehst du mit drei Mikrofonen natürlich wieder raus. Genau. Ja, der Signalfluss geht ja weiter. Das heißt, wir landen dann von hier in deiner Stagebox. Wir landen dann in meiner Stagebox quasi. Und dann geht es auf die Preamps. In dem Fall habe ich die dynamischen auf den API-Channels. Ja. Und das U47 auf den Brand Avril. Dann gehen wir mal raus.